Eine gute hier, ich bin der Sebastian und heute machen wir ein Rinderhüftsteak mit Spargel und Rosmarinkartoffeln. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich das mache, dann bleibt dran und schaut's euch an. Auf geht's! Hier vor mir habe ich alle Zutaten, die wir für das heutige Gericht brauchen. Hier haben wir den Spargel, die Kartoffel, den Rosmarin und das Rinderhüftsteak. Das werde ich heute nur würzen mit dem Kräutersalz von der Grillshow. Genauso auch wie den Spargel. Der wird auch nur mit dem Kräutersalz gewürzt. Und an die Kartoffeln kommt auch das Kräutersalz. Und was darf natürlich nicht fehlen bei so einem tollen Gericht? Genau, das Bierchen für den Grillmeister. Und dann geht's auch schon los. Als erstes kümmern wir uns um unseren Spargel. Und zwar den nehmen wir einmal zur Seite. Und dann schneiden wir ungefähr so 2 bis 3 cm vom unteren Stück ab. Weil das ist meistens das Stück, welches auch holzig ist und was nicht so gut schmeckt. Wenn wir das untere Ende abgeschnitten haben, nehmen wir uns den Sparschäler und werden einmal ringsrum den Spargel schälen, aber die Spitze lassen wir dran. So ist er nun geschält, dann legen wir ihn in unsere Form und da kommt der restliche Spargel auch noch dazu. Hier vor mir habe ich nun unseren geschälten Spargel liegen und da kommt dann was von unserem Kräutersalz drauf. Ruhig ein bisschen mehr, weil wie gesagt, es sind nur Kräuter und Salz. Es gibt auch noch die Variante, wo man Zucker und noch Butter hinzufügt. Aber so wie ich das jetzt vorhabe auf dem Gasgrill, reicht das vollkommen aus. Ich brauche keine Butter, kein Öl. Es reicht wirklich aus, so wie es jetzt hier ist. Dadurch, dass der Spargel so viel Wasser in sich trägt, reicht das völlig aus. Der gart von sich aus total super. Dann nehmen wir uns ein Stück Alufolie und decken das Ganze luftdicht ab. Und so stellen wir das Ganze jetzt bei 200 bis 220 Grad im indirekten Bereich in den Gasgrill. Das Ganze dauert zwischen 30 und 45 Minuten und dann dürfte der Spargel gut sein. Und in der Zwischenzeit kommen wir zu unseren Kartoffeln. Hier vor mir habe ich jetzt die Zutaten stehen, die wir für unsere Rosmarinkartoffeln brauchen. Dann nehmen wir uns einmal den Rosmarin, werden die Rosmarinnadeln abzopfen. Das ist frischer Rosmarin bei uns hier direkt aus dem Garten. Da habe ich extra nur die Spitzen genommen, die sind richtig schön weich. Deswegen muss ich auch beim Aufzupfen aufpassen. Und wenn wir ihn dann so weit abgezupft haben, dann schneiden wir ihn klein. Und den könnt ihr so klein hacken, wie ihr wollt. Das bleibt völlig euch überlassen. Von der Menge her waren das ungefähr 3 Spitzen von einem Rosmarin. Also das ist völlig ausreichend für diese 5 Kartoffeln, die wir hier haben. Und die will ich auch nicht zu klein schneiden. Die will ich in so größere Stücke schneiden. Ich finde das ganz toll, wenn die nicht ganz so klein sind. Aber die große Kartoffel werde ich doch nochmal halbieren in der Mitte, sodass wir schon schöne große Stücke haben. Wer sich fragt, was das für Kartoffeln sind, das sind vorwiegend festkochende Kartoffeln. Die sind schon gekocht und als Pellkartoffeln, wir haben die Haut schon abgezogen. Also von daher, damit ihr auch Bescheid wisst, was wir für Kartoffeln hier benutzen. Die Kartoffeln habe ich jetzt hier auf eine Platte gelegt. Die könnt ihr natürlich auch in eine Schüssel legen, das ist überhaupt kein Problem. Ich habe es einfach nur, damit man es besser sieht, hier auch auf die Platte gelegt. Da kommt dann unser Rosmarin drüber. Schön verteilt überall. Und dann machen wir noch ein bisschen von dem Kräutersalz dran, weil ich das richtig toll finde, das Kräutersalz. Das ist mit einer meiner Lieblingssalze. Das ist richtig lecker. Dann versuchen wir das Ganze ein bisschen zu vermengen, damit uns die gekochten Kartoffeln nicht auseinanderfallen. Und die stellen wir dann zur Seite an den Grill. Und wenn der Spargel so 20 Minuten drauf war, dann kommen wir auch zu unseren Kartoffeln und zu unserem Steak. Vor mir habe ich nun unser Fleisch liegen. Das werden wir jetzt auch schon salzen, damit es ein bisschen durchziehen kann. Und da werden wir auch großzügig mit dem Kräutersalz arbeiten. Und ein bisschen andrücken. Dann drehen wir das Fleisch noch von der zweiten Seite. Und das werden wir dann nachher zusammen mit den Kartoffeln auf der Gussplatte schön anrösten, damit wir die maximale Röstung erreichen von beiden Seiten. Und dann ziehen wir es uns schön hoch, damit es in der Mitte noch schön zart rosa ist. Zurück im verregneten Oberhessen. Unser Grill zeigt 220 Grad an und genau da wollten wir auch hin. Und dann machen wir ihn mal auf. Oben in der Ecke haben wir unseren Spargel liegen. Und dann geben wir jetzt mal unsere Kartoffeln auf die Plansche. Und fangen an, diese schön anzubräunen.
Und wenn ihr riechen könntet, wie das duftet. Ah, herrlich. Dann machen wir unseren Deckel nochmal zu, warten nochmal 3 Minuten ab. Und wenn wir das nächste Mal gedreht haben, werden wir unser Steak auflegen. So, dann schauen wir nochmal nach unseren Kartoffelchen und drehen sie nochmal. Dann kommen wir zu unserem Steak. Und da hat sich auch schon schön das Salz aufgelöst. Und das geben wir jetzt hier auf unsere Plansche, damit wir eine maximale Röstung bekommen. Dann machen wir nochmal ein Deckelchen zu. So. Warten nochmal 2-3 Minuten ab und dann drehen wir unser Steak und die Kartoffeln nochmal. Da sind wir nun zurück und dann machen wir den Grill mal auf und schauen uns an, wie weit wir da sind. Und die Kartoffeln sind definitiv gut. Das Steak, das ist auch von beiden Seiten schön gebräunt. Und wenn ich alles runtergenommen habe, dann sehen wir uns jetzt gleich wieder am Tisch am Brett. Also bis gleich. Und da sind wir nun wieder zurück am Tisch. Und hier haben wir unsere Rosmarinkartoffeln und unser Rinderhüftsteak. Und unter der Folie haben wir unseren Spargel. Der sieht auch richtig gut aus und hier, Jungs und Mädels, guckt mal hier, der ist auf jeden Fall schon gar. Den legen wir mal hier hin und probieren den ganzen mal hier auf euch. Richtig lecker, auf jeden Fall, macht ihn mal nach, so ist der richtig lecker. Mmh. Er zergeht quasi im Mund, aber jetzt insgesamt 35 Minuten drauf. Die Kartoffeln, da kann man im Prinzip auch nicht viel falsch machen. Hat auch eine schöne Röstung bekommen. Und was uns natürlich interessiert, ist das Steak. Ich muss zugeben, das Steak war heute mal ein Blindflug. Ich habe keine Kerntemperatur gemessen. Alles einfach nur mal so. Und dann legen wir das Ganze mal auf unser Brett. Machen die Kartoffeln zur Seite. Und dann schneiden wir mal unser Steak in der Mitte auf. Es ist noch ein wenig rosa. Meines Erachtens ist es sogar schon ein bisschen zu durch. Ich habe nicht die Temperatur gemessen. Ich bin einfach mal so davon ausgegangen. Aber wir schauen mal nach, wie es schmeckt. Und Jungs und Mädels, auf euch. Es ist auf jeden Fall nicht trocken. Meines Erachtens ist es wirklich ein bisschen zu durch. Ich hätte es früher runternehmen müssen. Das nächste Mal weiß ich es besser. Heute muss ich es halt so essen. Aber das macht auch nichts. Da sind wir nun auch am Ende meines Videos angekommen. Ich würde mich freuen über einen Daumen nach oben, einen netten Kommentar unten in die Infobox und ein Abo. Wenn ihr das noch nicht habt, einmal hier oben könnt ihr mich abonnieren. Alle Zutaten für die Rezepte findet ihr unten in der Infobox verlinkt. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine weitere schöne Woche. Und dann sehen wir es, wenn ihr es wollt, das nächste Mal wieder, wenn es heißt, der Sebastian grillt Barbecue Oberhessen. Servus, euer Sebastian. Und denkt dran, ich grille keine Bockwurst.